Sonst fange ich hier noch an zu leihen und das wollt ihr nicht erleben. Seid gegrüßt, hier ist Silvi, eure Mobilitätscheckerin. Langsam und allmählich kommt er, der Herbst und damit auch die Weinzeit. Der Kevin, der war ja auch schon unterwegs im Badischen. Und ich nehme mir heute mal das Schworbeländle vor und mache eine Weintour in Stuttgart. Da ist er. Ein roter Bus, wie in London. Und das ist die Tour. Da fahren wir jetzt überall lang. Also ich bin echt mega gespannt. Es geht los, Kuba, richtig? Ja, jo, danke schön. Vielen Dank. Informationen, sehr gut. Und es geht los. Juhu. Ja, das ist zur Weinzubereitung. Eine Kelter wird der Wein zubereitet. Also wir haben hier über die Geschichte des Weines, auch die Anbaumethoden. Hier haben wir noch eine alte Balkenpresse. Und das Prinzip gab es schon bei den Römern. Wein wird nicht geschlürft, sondern geschlotzt. Man kann eine kleine und eine größere Verkostung machen. Jetzt höre ich aber auf, sonst fange ich hier noch an zu leihen und das wollt ihr nicht erleben. Da ist das Grabmal. Da geht's jetzt hoch. Viele sagen, dass es hier wie in der Toskana ist. Also man hat so das Gefühl, es ist einfach mal ein Tag Urlaub. Man kann runterkommen, sitzt hier mit Aussicht. Dass es so schön in unserer Heimat ist, das ist einfach toll. Aber wenn wir schon Tierwerbung noch machen, haben wir noch hier. Nach dieser leckeren kleinen Stärkung geht's jetzt weiter zum Weingut, zum Kollegium Württemberg. So, da sind wir. Und wieder ein grandioses Panorama. Und das alles mit Bus und Bahn erreichbar. Das ist doch ein Obertraum. Bei der Gärung wird Kohlensäure freigesetzt und das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Druck in der Flasche. Und um diesen Druck einfach standzuhalten, hat die Flasche diesen gewölbten Boden. Einer dieser beiden scheinbaren Weißweine ist kein Weißwein, sondern ein quasi Rotwein, ein Blanc de Noir. Die zwei, der Blanc de Noir. Stimmt tatsächlich, genau. Yes. Also Weißwein, Blanc de Noir. Habt ihr denn eigentlich auch schon mal eine Weintour gemacht? Wenn ja, wo und wie war das so? Habt ihr da einen Tipp für uns? Falls ja, postet es mal unten in die Kommentare. Meine Weinbus-Tour neigt sich dem Ende zu und ich bin ganz begeistert. Folgt uns auf unseren Bewegt-Kanälen auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und schaut auch gerne in unserem Bewegt-Magazin vorbei. Wenn ihr das nächste Video sehen wollt, dann klickt doch einfach mal da. Da war ich in Stuttgart unterwegs mit der Stuttgart und habe ganz viel Schönes erlebt und gemacht und entdeckt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!